Herr Japs, hier gibt's genug Zeug für eine Rohrbombe. Verstanden. Vielleicht hätten wir es draußen riskieren können. Hey, wir packen das. Zu viele Verstecke. Viel besser als Mezcal und dein Zeichentrickfilm. Was? Nichts. Leute, seht mal da oben. Seht ihr das Licht? Könnte ein Ausgang sein. Ich kletter hoch und seh's mir an. Thank you.
Darf ich verfickte Scheiße sagen? Ja. Verfickte Scheiße. Verschwinden wir von hier. Manny. Klar doch. Ladies first. In einem Monat passe ich da nicht mehr durch. Na los, Ed. Ich dachte, Ladies first. Ich mag dich, Ed. Okay. Abby, das ist wie das Gewächshaus deines Dads. Ja, nicht. Die Pflanzen hier leben. Stimmt wohl. Weißt du was? Das ist gut.
Ihr braucht etwas, das euch zusammenschweißt. Klappe, Manny. Funktioniert doch schon. Noch eine gefunden? Jupp. Hey, ich kenne ein gutes Trinkspiel, das man mit denen spielen kann. Vielleicht später. Die Basis ist da vorn. Keine Skars in Sicht. Sie sind da draußen. Ja, gehen wir weiter. Gott, wisst ihr noch, wie es war, als man hier nicht von Skars angefallen wurde? Vermisst du jetzt den Waffenstillstand? War ruhiger, hm? Zu ruhig. Wir wurden nachlässig und sie knüpften ein ganzes Team auf. Das ist passiert, weil wir die Kinder erschossen haben. Okay, aber diese Kinder haben sie angegriffen. Was würdest du tun? Ich weiß nicht, sie nicht einfach abknallen? Tja, ich würde unsere Leute retten. Manny, das sind Kinder, es ist nicht ihre Schuld. Unsere auch nicht. Die Toten gehen auf sie. Okay. Ich will ja nicht unten. Das ist hier. Was blockiert die Tür? Vielleicht kommen wir woanders rein.
müssen auf die andere Seite des Zauns. Vielleicht durch eins der Gebäude? Weil das letztes Mal so gut lief. Hast du eine bessere Idee, Manny? Nein, ich sag's nur. Hier oben. Manny, sieh da oben nach. Ja, okay. Das Kabel hat sich verhakt. Los, komm hoch. Mel, bleib bei Alice. Ich versuche, die Tür aufzukriegen. Sucht euch einen anderen Eingang. Cool. Vorsichtig. Und? Keine Scars zu sehen. Vielleicht sind sie weg? Sehr lustig. Nein. Ich bin optimistisch. Geh tief runter. Ja, das stimmt. Ja, mal los. Okay, Mel. Wir sind drin. Ich bin an der Tür. Leute, es wird langsam langweilig. Wow. Sieh dir das an. Das ist eine Bootswerkstatt. Das sollten wir uns merken. Das Kommando sucht immer nach Ersatzteilen. Weißt du, mein Vater fuhr auf so einem Boot zum Fischen. Mir wurde jedes Mal schlecht. Ich hab's gehasst.
Manny, werd bloß nie schwanger. Ich gebe mein Bestes. Okay. Ich hatte es. Los! Ich stütze es irgendwie an. Shit, tut mir leid. Alles okay? Ja, Kurbel gebrochen. Und jetzt? Ellie, da. Eine Luke. Manny, halt durch. Wir finden einen Weg aufs Dach. Okay. So, genießt du die Fahrt mit uns? Tja, erinnere mich dran, Manny zu danken. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich helfe lieber, als nur von so etwas zu hören. Hey, warum gehst du mir aus dem Weg? Das mache ich gar nicht. Komm schon, du hast seit Jackson kaum ein Wort zu mir gesagt. Ich weiß nicht. Ich schätze, ich war... auch von Jackson geschockt. Meinst du, Joel hat er das nicht verdient? Er hätte Schlimmeres verdient, aber ich wäre lieber nicht dabei gewesen. Verstehe. Er ist zu so etwas fähig, hä? Das meinte ich nicht. Mal sehen, ob wir zu Luke kommen. Okay. Hey, Abby, hilf mir da hoch. Ich habe eine Idee. Ich mag Ideen. Okay, hoch mit dir. Ich hab's. Und, deine Idee? Sekunde. Was machst du da? Ich bringe uns hier raus. Okay, aber langsam. Ein Vorteil, schwanger zu sein? Mein niedriger Schwerpunkt. Ich nehme dich beim Wort. Geschafft. Los, komm hoch. Danke.
Okay, wir kommen der Luke näher. Schlau. Das erinnert mich an Owens Boot. Ist er immer noch mit Reparieren beschäftigt? Ja. Aber er meint, er wäre jetzt bald fertig. Bald. Jeder hat seine Leidenschaft. Bei mir ist's Hundespielzeug. Yep. Und bei mir die blöden Münzen. Die Laufplanke dafür zur Luke. Aber wie kommen wir zu der Planke? Und jetzt? Hier ist noch das Seil. Okay, sieht gut aus.
Geh tief runter. Schlimm mit der Höhenangst? Besonders, wenn ich runtersehe. Da sind sie. Manny, wir sind gleich da. Okay. Da, die Basis endlich. Fast geschafft. Wir können bestimmt über die Gleise. Sollen wir erst vom Dach runter? Bitte. Es ist schwer vorstellbar, dass du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Jetzt hör auf. Deine Operation, das könnte ich nie. Ich hätte zu viel Angst, das zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders? Nun ja. Mein Dad hat immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Echt jetzt? Tja, du meintest ja immer, er wäre ein Idiot. Komm. Alice, du braves Mädchen. Wurde auch Zeit, dass ihr das hinkriegt. Ziemlich ruhig hier, was? Ja, gefällt mir nicht. Gut, wir sind fast an der Basis. Mann, wenn wir wieder zu Hause sind, hau ich mich auf die Couch, zieh mir einen Film rein und sauf mich ins Koma. Aha, welche Drinks? Welcher Film? Ha, sehr neugierig. Der Film ist der mit dem, Mädchen und dem Wolf. Ach, den liebe ich. Und der Drink? Meinen Mezcal von der Party letzte Woche. Verzeihung, du meinst unseren Mezcal. Ich lass dir was über. Ach, jetzt hätte ich echt Lust auf einen Drink. Wenn ich nicht schwanger wäre und auf der Flucht. Okay, interessant. Was Gutes? Hier könnte ein Waffenlager sein. Hört sich gut an.
Verschwendung. Mal los. Das gefällt mir. Leute, hier runter. Okay, wir folgen den Schienen. Die führen uns zum Hauptweg der Basis. Gefällt mir nicht. Ich weiß. Haltet die Augen offen. Können wir über die Mauer? Ich wüsste nicht wo. Ja!
Das? Ich sehe keine mehr. Mir nach. Auf geht's. Leute, hier oben. Puta madre, sie sind nah. Hier durch. Thank you.
benenne meine Kinder nach euch. Bereit? Gut, dass ihr da wart. Gut, dass wir vorbeigefahren sind. Shit. Scheiße, alles okay? Ich kann's wohl überleben. Heftig. Hey, zeig mal die Hand. Alle da. Ich weiß, wir sind fast da. Auf, Mann! Lasst sie durch! Na, was? Dein Rücken? Drück so fest du kannst, okay? Ach du Scheiße. Ich hab nichts gespürt. Hey, wir haben zwei. Er hat eine Schusswunde an der Hand. Hey. Du warst gar nicht schlecht. Fast schon ein Kompliment. Lass dir helfen. Bleib, Alice. Komm mit, hier lang. Sitz. Das war ziemlich viel Blut, oder? Sie schon. Das wird wieder. Das wird wieder. Hey, wen haben wir denn da? Hey, auf geht's. Das ist Alice. Komm, Alice. Braves Mädchen. Danke. Diese neuen Rekruten. Ich traue ihnen nicht. Danke nochmal, Leute. Hey, Manny, wart mal! Du hast noch Kontakte. Weißt du, was los ist? Was meinst du? Wir sind hier seit 3 Tagen stationiert und es passiert einfach nichts. Dann solltet ihr uns wohl für die Abwechslung danken. Komm schon, du schuldest uns was. Hör dich mal um. Okay, wir melden uns an. Hey, hast du den Monte Cristo durch? Beinahe. Gib mir noch eine Woche. Bin fast fertig. Das wird richtig gut. Eine Woche. Danke. Wir sind hier. Hey, ihr zwei. Was gibt's für uns? Kein Auftrag. Meldet euch bei Isaac. Wir beide? Ja. So voll war's hier noch nie. Irgendwas ist los. Suchen wir Isaac. Wir sollten zuerst nach Mel sehen. Ich kenne hier überhaupt keinen. Du? Warum fahren wir denn hier? Hallo, Abby. Hallo. Hey, Amiga. Hey, Mann. Abby, jetzt musste wohl mal dein Arsch gerettet werden. Ja, ich meine, einmal. Wo waren denn die Sporen? Bei dem alten Apartment.
Hey, Abby, das ist wirklich gute Arbeit. Danke. Hast du Isaac gesehen? Abby, komm mal kurz. Nein, bei dem ganzen Rummel würde ich mich auch verstecken. Ja? Wegen dem Hinterhalt. Wo war das? Ungefähr hier. Bei den Lagerhallen. Shit. Die schleichen sich immer wieder durch. Weißt du, wo Isaac ist? Gerade eben war er noch hier. Okay, danke. Wir schauen mal. Okay, die gute Nachricht, nichts ist ausgeht. Sieht schlimm aus, was, Doc? Ist das passiert? Ist nicht so schlimm. Okay. Okay. Halt still. Mann, ist sauber. Was ist da? Das weh? Das kann doch nicht wahr sein. Hey. Es wird gut. Ich weiß, es ging alles so schnell. Hätte aber schlimmer sein können. Wenn man vom Teufel spricht. Hey, Leute. Wie geht's dir, Menon? Nur noch ein paar Stiche und ich bin so gut wie neu. Okay, Leute, ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich ausruht. Hey, Mel. Entspann dich. Klar doch. Hey, könnt ihr beide kurz mitkommen? Ich bräuchte Hilfe. Klar. Nicht weggehen. Ich bleib hier. Ganz entspannt. Nora, konntest du dich ausruhen? Ich werde bald zum Westside Hospital abfahren. Wir sollen da alles rausholen. Wie geht's, Mel? Ich mein's ernst. Die Werte des Babys waren etwas erhöht, aber kein Grund zur Sorge. Jemand sollte Owen Bescheid sagen. Er wird bei ihr sein wollen. Ja. Ich muss euch beiden was zeigen. Was ist los? Kommt mit. Oh mein Gott! Sind das alles unsere? Ja, und es werden stündlich mehr. Sag nichts zu Mel, okay? Nora. Jetzt noch nicht. Komm her. Wer ist in dem Leichensack? Oh, Scheiße. Es ist Danny. Wo ist Owen? Ich weiß es nicht. Vor ein paar Tagen wurden ein paar Scars beim Yachthafen gesehen. Danny und Owen sollten nachsehen. Und heute Morgen haben die Wachen Danny am Grenzzaun gefunden. Er kam zu Fuß zurück, mit einer Kugel im Bauch. Pinche Scars, hijos de puta! Isaac sprach mit ihm, bis er starb, aber soweit ich weiß, wird keine Einheit dorthin zurückgehen. Und was ist mit Owen? Hast du Isaac gefragt, was los war? Ja, ich hab's versucht. Aber er sah mich nur komisch an und sagte, ich soll nicht drüber reden. Und das heißt, Klappe halten. Owen ist vorsichtig. Ihm geht's bestimmt gut. Wo ist Isaac? Ich sag ihm auch nichts. Zuletzt war er wohl in den Apartments. Okay, ich werde mal nach Mel sehen. Also, sagt mir Bescheid, was ihr rausfindet. Ja. Mann! Warum hat Isaac keinen Suchtrupp für Owen losgeschickt? Vielleicht hat er und Nora weiß es noch nicht. Scheiße.